Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zur Chaos-Kolonie. Ja, wir sind hier mit Kato wieder unterwegs auf Vatiol. Beim letzten Mal sind wir ja hier gelandet. Das hat alles ganz gut funktioniert. Ehrlich gesagt fast zu gut. Und, ne, stopp, wir lassen das erstmal. Ich will erstmal hier nach links rüber schauen, was da vielleicht noch irgendwas zu sehen ist. Hier unten das Neutronium. Ich glaube, da nach unten weg wird uns nicht mehr so ganz viel erwarten. Und hier nach links gibt es auch nicht so ganz viel Spektakuläres mehr. Okay, dann machen wir, nachdem wir dort dann die Leiter gebaut haben, hier nochmal doch unsere Grabetechnik runter. Wobei ich da echt aufpassen muss mit, dass mir da nicht die Ziegel wegbrechen. Aber das werden wir dann gleich machen. Dass wir direkt hinterher bauen. Ja, das klappt doch hervorragend. Okay, ja, wir sind hier tatsächlich am unteren Ende angekommen. Hier gibt es auch außer Eisen und auch Eisenerz, was interessant ist. Wobei wir davon hier ja eigentlich auch genügend haben, ne, oder? Eisenerz, naja, 17,5 Tonnen, so ganz viel ist das nicht, aber wir haben ja auch immer noch die Option, später mal nach Vatiol zurückzukehren, um dann da nochmal was abzugraben. Erstmal. Ja, es ist vielleicht gleich auch noch eine Überlegung. Ja, es ist wirklich die Frage, ob sich das lohnt, diese Sachen hier überhaupt fertig zu bauen, weil man kann ja inzwischen recht gut eine Rakete auch bauen, wo alle Sachen drin sind, die man braucht. Und zumindest auf diesem Asteroiden braucht das hier eigentlich alles nicht. Ich stelle es mal auf eine 1er Prio. Da sind mir die anderen Sachen hier erstmal wichtiger. So, es ist hier jetzt, glaube ich, schon gerade absehbar, dass hier ziemlich viele Ziegel wegbrechen werden. Ich würde mal hergehen und... Was mache ich denn hier? So, die Taste muss ich haben. Dass wir es auf dieser Höhe hier anfangen. Leitern zu bauen. Ach, jetzt habe ich wieder Sandstein genommen. Ne, nee, Magmatit. Okay, dann ist alles gut. So. Ah, das ist das, was ich meinte. Ich habe nur vergessen, die Sachen wegzugraben. Wir können ja unten anfangen, das ganze Wasser aufzuwischen. Das wäre sehr lustig. Ich glaube, ich nehme sogar die Aufträge hier raus, weil ich befürchte, wenn wir das die anderen Grab- und Bauaufträge gleich mal weggerissen haben oder abgerissen haben oder erledigt haben, dass dann dazu kommen würde. Oh, Sohle, okay.
dass dann auch die Materialien in die Rakete geräumt werden. Das muss natürlich auch gemacht werden. Nicht, dass wir hier die Zeit umhaben und dann haben wir nichts eingepackt und dementsprechend nichts gewonnen. Weil wir sollten vielleicht nicht vergessen, oder ich, warum wir das Ganze hier überhaupt machen. Wir wollen nämlich Wasserstoff verflüssigen und Sauerstoff auch. Und dafür brauchen wir Superkühlmittel und dafür brauchen wir Graphit. Das bekommen wir nur hier. So, deshalb einmal die ganzen Aufträge hier. Wir können auch eigentlich da schon graben lassen. Ja. Das hier, ich wollte gerade sagen, das hier wird sowieso auch gleich alles wieder brechen. Sieht man schon, dann fällt das runter. Vielleicht sollten wir auch hier noch einmal so auf dieser Höhe alles weggraben. Dass wir alles Zeugs vernünftig einsammeln können hier. Und hier braucht es dann so ein paar Leitern, damit wir das auch noch alles wegkriegen können. Ja. Ich will ja jetzt auch kein Kunstwerk draus machen und das zu genau zu nehmen, aber zu genau nehmen. Aber ich glaube, wenn wir die Sachen hier gleich alle erledigt haben, dann sieht das hier schon ganz gut aus. Was machen denn unsere Projekte hier? Beispielsweise das Förderband hier hoch. Sehr gut, das ist fertig. Dann braucht es nur noch die Automatisierung, aber ich kann es ja schon mal sagen, ich nehme dieses Video jetzt quasi direkt nach dem vorherigen auf. Dementsprechend habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt und kann da noch nicht viel mehr zu sagen. Aber was wir vielleicht mal kurz machen könnten, das hier ist Prio 5. Dann stellen wir mal vorübergehend das hier auf 6 ein, auf Barbecue und Prio 6. Das heißt, dann würde ich das nächste Mal Barbecue herstellen. Dann wird das da reingepackt. Dann stelle ich das hier mal einfach auf 5, dass da ein bisschen was durchgeht, dass die Käfer da oben das erste Mal gleich was zu essen kriegen. So, da wir jetzt hier eine wunderbar automatisierte Küche haben, die Pilze werden da schon direkt hin transportiert, wunderbar. Das Fleisch von hier auch, denke ich. Ja. Und das Fleisch von hier hätte ich jetzt vermutet, gehört ebenfalls dazu. Das ist Kohle. Dann wird das, wenn das die hier sein, da geht es nach. Ja, ist blöd, dass man das jetzt nicht sehen kann, aber ich würde mal schon vermuten. Ja, ja, das sind alles die Sachen, die aus den Räumen kommen. Und da, ja, ja, genau. Also Fleisch wird hier schon von alleine hergebracht. Sehr schön. In dem ist jetzt auch wieder Platz, das heißt, da könnten ja auch mal wieder Graupelweizenkörner hierher gebracht werden, wenn wir irgendwo welche haben. Okay. So, hier sind wir schon in den letzten Zügen. Dass dann gleich im Anschluss hoffentlich angefangen wird, die ganzen Sachen wegzuräumen, oder?
Guten Morgen, Kato. Das mit dem Strom wollte ich noch mal eben angucken, wie das jetzt... Ah ja, guck mal. Schon fast wieder halb voll. Über 43%. Die Batterie gefüllt. Das Problem ist also dadurch jetzt auch gelöst, dass wir den Kühlschrank plus den Rest abgerissen haben. Den würde ich jetzt mal erwarten, dass Kato gleich da unten ankommt. Ah, jetzt okay. So, jetzt ist alles alle Aufträge abgearbeitet und schon wird Graphit weggetragen. Da könnten wir jetzt noch mal kurz... Ne, wir sollten eine Sache hier gleich auf jeden Fall noch bauen. So, habe ich jetzt entweder drüber weggeguckt oder... Ne, Quatsch, das ist glaube ich hier, ne, genau. Den Mini-Pot sollten wir hier definitiv aufstellen. Dass wir hier nämlich im Zweifelsfall auch mal einen Duplikanten drucken könnten. Falls das notwendig wird. Welche? Wieso ist die Meldung da? Achso, vielleicht habe ich den Auftrag eingestellt, als wir gerade nicht hier waren. Das kann natürlich sein. Als der Duplikant in der Rakete war, das wollte ich sagen. Können wir die inzwischen zerlegen? So, dann aktivieren wir das Ding noch. Auch das sollte Kato ja können. Den können wir aber zerlegen, ja. Dann können wir nämlich hier die Ziegel auch noch wegnehmen. Ist das Zeichensprache oder werden da irgendwelche Knöpfe und Hebel gedruckt? Könnte man doch hier schön animieren, wie der Hebel umgelegt wird und dann der. Probieren wir es mal direkt aus. Ah, Sumpfmangoldherz. Das ist doch Essen, das auch nicht schlecht wird. Lassen wir das da noch mal direkt liegen. Ah, jetzt machst du nicht allen Ernstes. Doch. Achso, ja klar, weil das Stahl jetzt frei geworden ist. Also, das ist ja sogar sinnvoll. Mensch, das ist doch... Das nennt sich Recycling. ich wollte auch noch Kalk einstellen. Das ist natürlich sehr cool, dass man hier fertiges Kalk findet. Ah, wozu gehört denn... Kalk... Ne, verbrauchbares Erz ist das, glaube ich, ne? Ja. So, wir haben noch 25.000 Kalorien. Ich schätze, wir haben noch Unmengen an Sauerstoff. Autosave. Okay. Wir haben noch Unmengen an Sauerstoff, wollte ich sagen. Oh ja. Da ist noch ein bisschen was da. Okay, dann können wir die noch wirbeln lassen. Wir werfen noch mal hier einen Blick. Oh, 67,5. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann scheinen wir hier doch noch mehr... Jetzt zu produzieren mit dem Wasserkühler als gedacht. Aber ist ja verrückt, wie sehr sich... das Petroleum hier Runde für Runde aufheizt. Deep Freeze ist doch ab 19 Grad oder ab 20, ne? Dann können wir das hier auch noch weiter runterstellen. Das steht schon auf 30. Stellen wir es auf, Entschuldigung, auf minus 25. Dann haben wir nämlich auch weniger gefrierendes CO2 hier, denke ich. Weniger gefrierendes Chlorgas. Ab wann gefriert Rohöl? Ohoho. Okay. Da ist also Vorsicht geboten. Wobei selbst wenn das, nee, wenn das hier frieren würde, würde Chlorgas dahin und dann... Ja.
Ja, das wird jetzt langsam dafür sorgen, dass es dann noch weiter. Naja. Wird ein bisschen dauern noch, aber dann wird unser Chlorgas wieder zu Chlorgas. Ah, guck mal, was das hier aber auch zur Folge hat, ne? Teilweise sind es schon 7, 8 Kilogramm. Sie sind sogar über 10. Boah. Da waren es hier über 10, weil es da flüssig ist. Nee. Gas. Ah, jetzt ist es schon passiert. Kein flüssiges Chlorgas mehr. Okay, so was habe ich denn noch für Themen, die ich jetzt vielleicht sowohl im letzten Video wie auch in diesem vernachlässigt habe. Ich lese nochmal schnell nach. Achso, Gebäude kann man nicht über Pixelpacks bauen. Man muss... Entschuldigt. Man muss erst das andere Gebäude bauen und danach dann den Pixelpack. Ich hoffe, dass ich das nicht in der Rakete vielleicht mal versehentlich vertauscht habe. Ah, der Druck im Erdgasraum ist ein bisschen gestiegen, ein Kilogramm. Das heißt, kurzzeitig war der hier mal wieder ganz gefüllt. Glas ist schon wieder alles verarbeitet. Und wie viel haben wir? 2 Tonnen. Das ist halt immer noch zu wenig. Ich will das auch nicht auf, obwohl eigentlich... Soll's. Irgendwann werde ich mich schon mal daran erinnern, dass wir wieder Sand brauchen, und wenn wir keinen Sand mehr haben, dann müssen wir halt uns ein bisschen Sand wieder hier herstellen mit, was können wir denn da zum Beispiel nehmen, da gibt es bestimmt irgendwelche Mineralien, Granit, Magmatit, Obsidian, Sandstein, Sedimentgestein, irgendwas davon werden wir schon finden, was wir umwandeln können dann. Stahl steigt auch wieder 9,5 Tonnen, sehr gut. Also als Tipp für euch und auch für mich für die Zukunft zu dem Wasserplaneten, sobald man den gefunden hat, hin da. Es macht halt vieles und man kommt hier ja relativ simpel hin. Muss man ja fairerweise sagen, gerade jetzt mit den... Ach stopp, ich wollte doch nicht. Mit den Updates, die da vor der Tür stehen in Bezug auf Reichweite der Raketen, Größe der Raketen, wird ja vieles nochmal ein bisschen... Wieso ist das... Ah, deswegen ist das unerreichbar. Wird ja vieles nochmal ein bisschen einfacher. Oder sagen wir es... Ah. Ist es gegessen worden? Nee, doch nicht. Es wird einfacher zu erreichen. Irgendwas mal so. Weil man hat, glaube ich, mit der Dampfrakete dann auch 12 Felder Reichweite. Das heißt, es hätte in diesem Fall, obwohl hätte es gereicht, es zählt ja bis dahin auch schon ein Feld. Ne? 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß nicht, ob dann halt von da die Landung auch noch, ob das 6 oder 7 Felder entfernt wären nach der neuen Rechnung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ich würde vermuten, dass das dann 14 Felder sind, dass man es nicht bräuchte. Aber... Ja, keine Ahnung. Sind alles Dinge, die man ausprobieren müsste. Ja, was haben wir denn noch so auf dem Plan? Ich muss... Ups. Muss gerade mal überlegen. Können wir hier schon irgendwas vorbereiten? Nee, können wir nicht. Doch, wir könnten das hier schon mal einstellen, dass wir super Kühlmittel herstellen wollen und dass wir Fullerene herstellen wollen. Ah, Schwefel. Schwefel werden wir brauchen. Ich hoffe wirklich, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir graben erstmal nur ein Feld hier mit Schwefel aus. Das hier. Und dann würde ich gerne beobachten, was damit passiert. Das irgendwo verfüttert oder verbraucht oder sonst was wird.
Weil mehr als das, was wir hier sehen, haben wir nicht mehr. Okay, scheint dafür keine Aufträge zu geben. Das ist ja schon mal ganz gut. Wir werden jetzt... Na doch, da sind schon Aufträge drin, wenn ich das hier mal hochsetze. Moment, wir haben jetzt nur noch 240 Kilogramm. Wir hatten doch gerade 250, oder täusche ich mich? Es sind 250. Was hat denn 10 Kilogramm dafür reserviert? Oder davon? Interessant. Wir haben doch eigentlich nur... Die Pflanzen hier, die sind alle ausgegraben. Habe ich noch irgendwo welche? Ich bin gerade ein wenig irritiert aufgrund der Gase hier. Eigentlich hätte ich erwartet, dass die dann schon von hier unten... auch abgesaugt werden. Hier ist... Oh ne, da ist auch nicht mehr so viel Sauerstoff drin. Okay, weil das einer der, der Quellen ja ist, wo wir Sauerstoff rauslassen, um den ganzen Bereich hier außen zu versorgen. Aber wenn da nichts mehr durchgeht, ja klar, dann ist das logisch. Dann packen wir den mal wieder mit ran. Der dürfte das dann ja verstärken. So. Da, Schwefel. Das ist immer, nee, jetzt sind es noch 240 Kilogramm. Okay, mich würde wirklich interessieren, wo diese 10 Kilogramm abgeblieben sind. Ich hoffe sehr, sie sind hier. Oh, Gott sei Dank. Okay, das beruhigt mich ein klein wenig. So, da... Achso, das Petroleum hier war ausgetreten, weil ich kurze Teile der Leitung zerlegt hatte. Aber den Bottlefiller können wir ja jetzt dann genau dafür da oben in Zukunft benutzen. Okay. Wie sieht's aus? Wenn ich sehe, wie schnell der da gerade runtergeflitzt ist, als die Leiter vollständig war, würde ich doch dann mal hergehen und die Leiter hier ergänzen. Bauen wird einen Moment dauern, aber wahrscheinlich macht es das auf Dauer schneller. Ich weiß es auch nicht. Wir werden es auch nicht niemals wissenschaftlich, also ich auf jeden Fall nicht, herausfinden. Bin aber sehr neugierig. Wie weit sind denn die Atemschutzanzüge noch? 70%? Der hier? 99. Ach, das ist ja alles total entspannt. Jetzt, ich habe schon dreimal den Gedanken gehabt, ich will mal gucken, wie viel wir hier schon drin haben. Okay. Vielleicht lasse ich mal keine weiteren Fossilien da reinräumen. Sondern nur den Rest. Weil wozu Fossilien mitnehmen, ne? Wenn man, wenn man Kalk hat. Das ist ja... total absurd. Ja, ich würde fast sagen,
Das war jetzt Ende machen für die heutige Folge. Ein bisschen kürzer als gewohnt. Aber ich habe noch ein anderes Thema, mit dem ich anfangen möchte für diese Kolonie. Möchte das aber nicht mehr heute machen, also in dieser Folge, weil das lohnt sich jetzt nicht, die letzten paar Minuten damit anzufangen. Und euch einfach nur zu zeigen, wie Kato noch mehr Material einräumt, finde ich dann auch ein bisschen unpraktisch. Dementsprechend würde ich dann jetzt an dieser Stelle schon gerne ein bisschen früher als üblich Schluss machen. Bedanke mich natürlich trotzdem fürs Zuschauen, hoffe, dass es euch gefallen hat und würde sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Macht's gut, bis bald und tschüss.